Unser heutiges Granny Square passt zwar nicht zu jenen der vergangenen Tage, hat aber auch eine Blüte, nämlich eine irische Blüte in der Mitte und gibt an sich ein sehr schönes Motiv für eine Stole oder einen Schal. Es wirkt sehr filigran und eher sommerlich. Wenn du es aber mit einem flauschigeren, mit einem Mohairgarn zum Beispiel häkelst, dann kannst du es auch in dieser Jahreszeit für einen festlichen Schal oder eine Stola verwenden. Wir beginnen mit einem Fadenring von 7 festen Maschen und die nächste Runde gleich mit einer Wendeluftmasche, in die gleiche Masche noch eine feste Masche und in jede der folgenden Maschen jeweils 2 feste Maschen bis zum Ende der Runde. Du schließt die Runde mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Weiter geht's mit 5 Luftmaschen, also eine Wendeluftmasche, eine feste Masche gleich an die gleiche Stelle einstechen und nun 5 Luftmaschen, 3 feste Maschen überspringen, in die vierte eine feste Masche, 5 Luftmaschen, 3 feste Maschen überspringen, in die vierte wieder eine feste Masche. Noch 2-mal wiederholen. So dass du 4 Luftmaschenbögen in der Runde hast. Beenden mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Nun häkelst du in jeden dieser Bögen, also du beginnst mit einer Wendeluftmasche und häkelst in jeden der Bögen eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, 5 ganze Stäbchen, 1 halbes Stäbchen, eine feste Masche, auf die feste Masche der vorigen Runde ebenfalls eine feste Masche und in den nächsten Bogen wiederholen. Eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, 5 ganze Stäbchen, ein halbes Stäbchen, eine feste Masche. Du beendest die Runde mit einer Kettmasche und häkelst weiter 7 Luftmaschen. Und in die nächste Vertiefung, also nach diesem Bogen, häkelst du wieder eine feste Masche. Noch einmal. 7 Luftmaschen. Und in die nächste Vertiefung wieder eine feste Masche. Noch 2-mal wiederholen. Das ist eigentlich eine typische irische Blüte, die wir hier in die Mitte häkeln. Die haben manchmal sehr viel mehr Blütenblätter. Hier hat sie nur 4. Und in diesen Bögen wird die nächste Reihe, die nächste Runde Blütenblätter festgemacht. In jeden dieser Bögen häkelst du eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, 3 ganze Stäbchen, 5 Doppelstäbchen, also bei diesen irischen Blütenblättern werden meistens sehr dicht mit Stäbchen behäkelt, so wie hier, manchmal noch mehr. 3 ganzen Stäbchen, einem halben Stäbchen und einer festen Masche. Und in die Vertiefung häkle ich nun eine Kettmasche, die ich aber in der vorvorigen Runde, also die steche ich eine Runde tiefer ein. Du kannst aber auch einfach ganz normal eine feste Masche in die Vertiefung häkeln.
und wiederholen, als auch in den nächsten Bogen eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, drei ganze Stäbchen, fünf Doppelstäbchen, drei ganze Stäbchen, ein halbes Stäbchen, eine feste Masche. Beenden mit einer Kettmasche und die nächste Runde mit vier Wendeluftmaschen beginnen und 10 Luftmaschen. Also insgesamt 14 Luftmaschen. In die Spitze des einen Bogens eine feste Masche, wieder 10 Luftmaschen, in die Vertiefung ein Doppelstäbchen, wieder 10 Luftmaschen. Also wir häkeln jetzt einen Rahmen um die Blüte. Und wieder in die Spitze des Blütenblatts eine feste Masche. Wieder 10 Luftmaschen, ein Doppelstäbchen und so weiter über die ganze Runde. Die nächste Runde ist ganz einfach, so also du siehst, es formt sich schon. Die Blütenblätter kann man dann nach vorne drücken. Eine Wendeluftmasche und in jedem Bogen 11 feste Maschen. Und auf das Doppelstäbchen ebenfalls eine feste Masche. Also ganz einfach über die ganze Runde. In jedem Bogen 11 feste Maschen und auf das Doppelstäbchen ebenfalls eine feste Masche. Beziehungsweise das ist einmal eine feste Masche, einmal ein Doppelstäbchen. Also auch hier. Auf die feste Masche, eine feste Masche, wieder 11 feste Maschen und auch auf das Doppelstäbchen eine feste Masche. Nächste Runde beginnt mit 5 Luftmaschen, 3 Maschen überspringen, in die vierte eine feste Masche. Immer wiederholen. 5 Luftmaschen. Drei Maschen überspringen, in die vierte eine feste Masche. Immer wiederholen über die ganze Runde. Und mit einer Kettmasche wieder schließen, wie immer. So, nun schummeln wir uns in die Mitte des ersten Bogens mit einer entweder Luftmasche, Kettmasche, Luftmasche oder Kettmasche, Luftmasche, Kettmasche. Und beginnen nun hier mit dem nächsten Bogen 5 Luftmaschen. Und in die Mitte des nächsten Bogens eine feste Masche. Wer ganz genau sein will, immer wiederholen. Dann, der sticht die feste Masche in die Mitte des nächsten Bogens ein. Du musst es aber nicht einstechen, wenn dir das zu mühsam ist. Du kannst es einfach herumhäkeln um den Bogen. So, und nun wollen wir über den vorhandenen Ecken unsere Ecken anlegen, damit das Ganze auch viereckig wird. Das heißt, über den Ecken werden wir Bögen von 9 Luftmaschen machen. Und je nachdem, du musst einfach schauen, wo du dich nun in der Runde befindest. Wenn du es genauso gehäkelt hast wie ich, dann schummelst du dich jetzt wieder in die Mitte des ersten Bogens und häkelst einen Bogen aus 5 Luftmaschen mit einer festen Masche in die Mitte des nächsten Bogens festmachen. Und nun kommt der große Bogen für die Ecke. Einfach 9 Luftmaschen. Und in den nächsten Bogen eine feste Masche. Und nun wieder 5-mal einen Bogen aus 5 Luftmaschen. Und das sechste Mal ist wieder eine Ecke, ein Bogen aus 6 Luftmaschen. So sieht das nun aus. Und nun kommt die letzte Runde, wo wir dem Ganzen ein bisschen Stabilität geben, indem wir die Ecken noch mehr ausarbeiten. Auch hier schummle ich mich wieder in die Mitte des nächsten Bogens
Und nun häkeln wir in diesen Bogen 8 Doppelstäbchen, 5 Luftmaschen und 8 Doppelstäbchen. So, ich stelle es jetzt dann ein bisschen schneller, damit du nicht so lange warten musst. Also in jede Ecke 8 Doppelstäbchen, 5 Luftmaschen, 8 Doppelstäbchen. Und danach wieder Bögen aus 5 Luftmaschen. So, damit hier wirklich eine Ecke draus wird, benötigen wir hier eben 5 Luftmaschen. Das waren die ersten 8 Doppelstäbchen. Und noch einmal 8 Doppelstäbchen. Ich stelle noch einmal schneller. So, nach den 8 Doppelstäbchen eine feste Masche in die Mitte des nächsten Bogens und jetzt wieder weiter mit 5 Luftmaschen, eine feste Masche, 5 Luftmaschen, eine feste Masche bis zur nächsten Ecke. Genau. So, ich bin jetzt hier schon rundherum und beim vorletzten Bogen einmal fehlt noch, einmal 5 Luftmaschen und mit einer Kettmasche festmachen. So sieht das gute Stück aus. Wenn du diese Elemente zusammenfügst, dann machst du das an den Ecken jeweils und an jedem der Bögen dazwischen. Das heißt, wenn du das nächste Element häkelst bei der letzten Runde, dann machst du hier immer die dritte Luftmasche des Luftmaschenbogens fest am Luftmaschenbogen des anderen Elements. Das Motiv ist übrigens so groß, dass eines für die Breite eines schmalen Schals genügt.